So, jetzt können wir direkt auch noch ein bisschen zählen üben. Ich habe nämlich vorher gar nicht gezählt, wie viele Wörter das jetzt waren, die ihr hier dann auch direkt mit Artikel lernen konntet. Das sind 1. Ich zähle die Pärchen, also immer beide direkt zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 auf einen Stapel und dann 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 haben wir hier. So, 21 Pärchen, also 42 Karten. Das ist das Doppelte von 21. Und ja, ihr habt gesehen. Ich hoffe, ihr habt es auch wirklich versucht mitzumachen. Wenn nicht, nehmt euch ein Memory, das ihr bei euch zu Hause habt und probiert das aus. Und ganz wichtig ist, dass die Geschichten, die ihr euch ausdenkt, so verrückt wie irgendwie möglich sind. Ihr wisst ja nie, welche Karten neben welchen Karten liegen. Die Geschichten, die ihr euch dazu erzählen könnt, sind immer ein bisschen anders. Aber es ist insgesamt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich etwas zu merken und insgesamt auch das Gehirn zu trainieren. Wenn ihr eine Sprache lernt, könnt ihr euch auch neben das Memory ein Wörterbuch legen und jedes Wort, das ihr in der Sprache, die ihr lernt, noch nicht könnt, übersetzen. Und ihr werdet sehen, durch das Geschichtenerzählen, werdet ihr diese neuen Vokabeln sehr gut lernen. Zum Beispiel wusste ich bis vor ein paar Tagen nicht, was Igel auf Englisch bedeutet. Und wir haben ein anderes Memory, in dem es auch einen Igel gibt. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, ich rede immer über Sprachenlernen und ja, lerne irgendwelche exotischen Sprachen. Warum nicht auch noch mal Englisch verbessern? Also habe ich einfach das Wörterbuch genommen, habe nachgesehen und Igel heißt auf Englisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hedgehog, und also Heckenhocker wahrscheinlich, soll das ungefähr bedeuten. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir die Vokabel, ohne dass ich die noch ein zweites Mal nachgucken musste, sofort merken können, obwohl das für mich ein schweres Wort ist. Also ich finde, Hedgehog klingt schon ein bisschen kompliziert. Aber dadurch, dass ich mir direkt eine Geschichte dazu erzählt habe, konnte ich mir das Wort sofort merken. Die Mühe lohnt sich also. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn ihr das probiert, wenn ihr die Methode ausprobiert. Ihr könnt euch auch, wenn ihr zum Beispiel neue Wörter lernen wollt, selber Karten schneiden. Wenn das kompliziertere Wörter sind, müssen ja auch nicht immer Bilder da drauf sein. Die helfen euch natürlich. Desto bunter und farbiger das ist, desto besser könnt ihr euch etwas merken. Aber wenn das eine Vokabel ist, die man nicht so gut malen kann, kann man sie auch einfach nur schreiben. Und dann könnt ihr trotzdem damit Memory spielen, euch dazu zwingen, Geschichten zu erzählen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet es schaffen, euch diese schweren Vokabeln viel leichter und schneller zu merken. Und ihr habt dabei noch Spaß gehabt. Denn das Memory spiele ich natürlich, wenn ich jetzt so Memory spiele, mit meinen Kindern. Das heißt, ich habe Zeit mit meinen Kindern verbracht. Meine Kinder haben sehr viel Spaß dabei. Ich trainiere automatisch auch das Gehirn von meinen Kindern mit. Denn auch wenn das hier nur Karten sind und selbst wenn wir nur auf Deutsch spielen, allein dieses Geschichtenerzählen und sich zu merken, wo die Karte liegt, ist ein sehr gutes Gedächtnistraining. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen. Schreibt mir eure Erfahrungen, schreibt mir, ob euch das etwas gebracht habt, ob ihr noch Fragen habt, ob ihr andere Ideen habt, ob ihr euch ein spezielles Video wünscht. Ich freue mich immer über eure Mitteilungen, über irgendwelche Anregungen, Ideen und ja, freue mich einfach auch dann,
wenn ich von euch höre, dass euer Deutsch sich verbessert hat, dass meine Videos euch helfen konnten. Nach einem Monat kann man vielleicht noch nicht so viel sagen, aber wenn ihr länger mit mir lernt, dann bin ich natürlich auch neugierig, wie sehr euch diese Methode hilft, seit wann ihr lernt, wie gut euer Deutsch inzwischen ist, ob ihr Fortschritte merkt. Und ja, jetzt sage ich erst einmal bis zum nächsten Video. Und ja, im Moment mache ich ja relativ viele Videos. Das werde ich natürlich nicht immer so extrem gut schaffen. Aber ich werde mir allerbeste Mühe geben. Ja, mir macht das im Moment auch sehr viel Spaß. Deswegen fällt es mir leicht, neue Videos zu machen. Und natürlich habe ich auch umso mehr Spaß, desto mehr Rückmeldungen ich von euch bekomme und desto mehr ich weiß, ob euch das jetzt hilft und wie sehr euch das hilft. Aber bis jetzt habe ich schon sehr viele E-Mails und Privatnachrichten von euch bekommen, dass euch das hilft. Und das freut mich sehr, deswegen mache ich auch gerne weiter. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.